Die Drakensberge. Als Great Escarpment oder das Dach Afrikas bekannt. Der Name kommt aus dem Burischen und bedeutet Drachenberg. Auf dem Weg von Johannesburg nach KwaZulu-Natal steigen sie wie eine unüberwindliche Barriere aus der Ebene auf. Dunkel und drohend wirken sie aus der Ferne. In den Vorbergen leben noch Elan-Antilopen, Ried- und Buschböcke, wenige Uribis. Hier oben auf über 3000 Meter Höhe wird der ewige Wind höchstens einmal vom Schrei eines Adlers durchbrochen. Am nächsten Tag stehen wir früh auf. Noch in der Dunkelheit geht es wieder zu den Tugela-Falls, um dort den Feuerball aufgehen zu sehen. Wir stehen am zweithöchsten Wasserfall der Welt. Einzelne Teile stürzen 614 Meter frei herunter. Aus den uralten Sümpfen und Regenwäldern wurden in Jahrmillionen diese mächtigen Gebirgszüge angehoben. Der urzeitliche Schlamm und die Fossilien der einstigen Lebewesen wurden zu Stein. Durch Eruptionen hoben Lava- und Basaltmassen den Sandstein bis in Höhen von mehr als 4000 Metern an. Allein Höhlen mit Buschmann-Zeichnungen zeugen von den früheren Bewohnern, die hier oben in Zurückgezogenheit ein karges Leben geführt haben. Heute können wir nicht weiter, denn der genaue Weg wäre selbst mit einer richtigen Karte kaum zu finden. So wird ein Waschtag eingelegt. Eine Erkundungsgruppe marschiert die morgige Strecke ab. Andere besteigen die nahe Kuppe am Ende des Amphitheaters, auf der später so mächtige Tugela entspringt, und kommen erst nachmittags wieder. Spät nachts kommen die Erkunder zurück. Sie haben den richtigen Weg über die Hochebene und den Abstieg gefunden. Die Nacht ist kurz, ebenso das Frühstück. Mit Lebensmitteln müssen wir sparen. Wir wissen nicht, wie lange wir benötigen und müssen im Notfall die gesamte Strecke zurückmarschieren. Den ganzen Tag geht es über schmale Pfade durch die wilde Landschaft. Das heutige Giant's Castle wird von den Eingeborenen ehrfürchtig Ntabai Conchiva genannt. Der Berg, auf dem man nicht zeigen darf. Der Geist des Berges räche sich sonst mit schlechtem Wetter. Die zerklüftete Landschaft bildet allerdings einige naturwissenschaftliche Besonderheiten heraus, in denen dröhnende Föhnwinde entstehen, die heftige Regenschauer hervorrufen. Wir haben Glück. Es ist kalt, aber klar. In der Entfernung hören wir ein Brüllen. Schwarze Gestalten springen und klettern über die Felsen. Die Baboons, eine Pavianart, die schon seit Urzeiten in dieser unwirtlichen Umgebung ihr Zuhause haben muss. Mit unserem Näherkommen verschwinden sie blitzschnell aus der Sicht. Nur die grollenden Laute können wir lange weiterhin vernehmen. Am späten Nachmittag werden die Expeditionszelte über dem Budini-Pass aufgeschlagen. Es ist zu spät für einen Abstieg. Die Temperatur sinkt mit der Dämmerung immer weiter in den Minusbereich. In allen Zelten zittern die Schläfer. Die Filmkamera und unsere Lampen versagen ihren Dienst. Früh kriechen wir aus den Zelten, reif auf den Haaren und Eis im Inneren der Unterkünfte. Etwas Warmes zu trinken für den langen Abstieg. Und? Wir sehen weit in das Tal hinein, in das wir wollen. Zwischen zwei hohen Wänden geht es über Schotter und Geröll in die Tiefe. Wir sind die ganze Zeit im Schatten der mächtigen Felsen. Es geht steil abwärts. Wir kommen nur langsam voran, denn immer wieder lösen sich lockere Steine unter den Füßen. Besondere Vorsicht gilt beim Überqueren der restlichen Gruppe. Stein! Alles geht in Deckung. Oft ertönt der Ruf, denn es ist kaum zu vermeiden. Die Stunden ziehen sich dahin. Das Ende ist nicht absehbar. Das Steigen ist mühselig. Zum Lagern bietet das Terrain keine Möglichkeit. Wir klettern in einem Gebirgsbach abwärts, der aus einem Seitental in den Abstieg fließt. Langsam ändert sich die Vegetation. Fahne bestimmen nun das Bild, dann Sträucher, bis wir uns zuletzt durch dichtes Buschwerk kämpfen. Später Nachmittag. Und noch immer geht es steil hinunter. Die Jungen sind kaputt.
Mehr als einmal stolpert jemand und wird erst vom Vordermann aufgefangen. An der anderen Seite der Gipfel des Montessors, Südafrikas höchste Erhebung. In der Entfernung ein Plateau. Als wir dort ankommen, heißt es schnell die Zelte aufbauen und ein Feuer anzünden. Wir haben nicht mehr viele Lebensmittel. Das erspart uns eine langandauernde Kocherei und lässt uns direkt zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Geht nach Nord der Vogelzug, über Wolken hoch im Flug. In der Nacht auch heller Glanz leuchtet fahl am Horizont. Wir steigen weiter hinab. Noch im Seitental kommen wir an Feldern vorbei, die hier im Grenzgebiet außerhalb der staatlichen Kontrollen angelegt werden. Weiter unten ist verbrannte Landschaft. Spärlich tauchen einzelne grüne Halme empor, die den wenigen Rindern, Eseln oder Ziegen als Nahrung dienen. Wir sind mit Asche bestäubt. Wirbeln mit jedem Schritt kleine Wölkchen auf. Es ist eine unwirkliche Gegend, die uns umgibt. Heiß brennt die Sonne auf unsere Köpfe. Zurückblickend können wir weit, weit entfernt noch den steilen Gebirgseinschnitt sehen, den wir einen Tag lang abgestiegen waren. Da oben ist es noch immer unwirtlich und eisig kalt. Abends endlich die ersten Behausungen. Wir sind im Zululand. Eine Zulu-Familie wohnt in notdürftigen Zelten. Daneben stehen die Brandruinen der ehemaligen Lehmhütten, die bei dem Feuer zerstört wurden. Wer macht das alles? Fragen wir. Der Nachbar, der genauso wie sie von dem wenigen Grün sein Leben fristet, das nach einem Feuer entsteht. Für ein, zwei Kühe und noch vielleicht einen Esel. Der Boden ist vernichtet und es wird sich in Zukunft wohl nicht viel ändern. Andere Anbaumethoden? Dafür fehlt das Geld und die Maschinen. Wir kommen an einen Fluss, der sich durch helle Felsen zieht. Ascherinnsale auf unserer Seite. Drüben meterhohes, trockenes Gras. Von Stein zu Stein springend gelangen wir auf die andere Seite. Nach ein paar hundert Metern erreichen wir einen Kral. Kleine Kinder hüten mit langen Stöcken die wenigen Rinder. Humba Mia ist der Älteste und führt uns stolz durch seinen Besitz. Er ist glücklich. Der Fluss hat seine Familie vor der Feuersbrunst bewahrt. Wir sollen über Nacht bleiben. Zu unserem Tagesziel sei es zu weit für die Jungen. Die Zulus sind begeistert über unsere transportablen Rundhütten, die wir im Nu aufbauen. Wir betrachten genauso fasziniert die mit Lehm bedeckten Holzkonstruktionen mit dem runden Dach und die Dornzäune darum zum Schutz vor wilden Tieren. Ein einziger kleiner Eingang, drinnen Dunkelheit und ein winziges Feuer aus Dumm, das trotzdem eine angenehme Wärme schafft. In einer leeren Hütte können wir kochen. Danach setzen wir uns mit Humba und seinem Clan zusammen und stimmen die Gitarren. Abwechselnd singen wir und mahnen unsere Gastgeber. Von den Bergen, Göttern und Naturgewalten oder von der Fahrtensehnsucht.